die Münzen einsammeln, wo es geht. Nazi-Schwein. Sieh nur, alles total verlassen. Als wäre das das Ende der Welt oder so. Okay. Und wollen wir mal die Rambock-Fähigkeit und die Kisten öffnen mit. Oh, ein Babywagen. So. Ich liebe diese süßen Minicomputer. Da ist bestimmt was Wichtiges zum Lesen drauf. Nee, nur Tutorials. So, jetzt. Schlaf gut! Irgendwie sehr wird ausgeschaltet. Okay, ich geh mal runter. Munition einsammeln. Sackgasse rein. Ich weiß, dass es ein Sackgasse ist, weil hier schon mal war. Die meine Aufnahme verkackt hat. Ein paar Querstraßen weiter.
Scheiße. Hey! Wo bist du, Sauf? Ich brauche Hilfe! Bist du wieder selbst am Bluten, oder? Mich hat's erwischt! Ja, genau! Ich bin wieder im Geschäft! Oh. Jagd wir Nazis! Na toll. Oh, Scheiße. Ist auch tot. Ja, komm. Alter. Scheiße. Kann mir helfen. Hier aufmachen. Ja. Ich hätte es nehmen können, wir brauchen. Hier schnell mal Loot ins Durchgehen. Bitte spiel, stürzt nicht schon wieder ab. Das ist nämlich exakt die Stelle hier. Das wäre einfach lachhaft, wenn es jetzt wieder schnell abschützen würde. Danke, okay. Noch ist nicht abgestürzt. Noch läuft das Spiel. Hey Schwester. Okay, da kann ich nicht durch. Wo geht's lang? Wo müssen wir lang? Map. Da runter oder was? Ist abgeschlossen. Geht's auch nicht lang. Das Regime ist das Schlimmste, Jazz. Absoluter Abschaum, Soap. Und wo sind wir? Der Abschaum der Erde. Reisen und aktuellen Ort verlassen. Okay. Ah, okay, jetzt kommen wir.
Ein Reis antreten. Hinter voll. Ah, Mist, du bist dran. Was Süßes für euch. Oh mein Gott. Der Wein schmeckt exzellent mit der Schokolade. Zigarette? Mm. Kinder zum Rauchen des Stiften. Nein, 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 nein. Du musst so richtig tief inhalieren. Ja. Jetzt du. Ach, wenn der Krieg nicht wäre, hättet ihr zwei Hübschen sicher ein tolles Leben. Genießt jeden Moment. Ladies? Ich habe Teile gestohlener Daten auf dem Computer entschlüsselt. Berichte von Regimesoldaten, die ein Treffen mit Captain Blaskowitsch überlebten. Nach dem Zusammenpuzzeln der einzelnen Informationen fand ich heraus, dass er nach einem bestimmten Ort suchte. Labor X. Dann muss er dort sein. Gehen wir! Warte noch, Jazz. Nur wenige wissen, wo sich Labor X befindet. Setz dich hin, Arschratte! Du kannst mich mal. Sprecht ihr Germanisch? Ausreichend. Abby? Wir haben eine Nachricht von General Lothar Brandt abgefangen. Hier. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Das war alles. Darf ich mal? General Lothar hat die Brüder gebaut, um Paris zu unterwerfen und zu kontrollieren. Ein Maschinenkommandant in jedem Turm bewacht die Schlüssel zu den Hauptcomputern. Wenn wir die übernehmen, können wir den Zugang zu Labor X öffnen und euren Vater finden. Dringt in die Türme ein. Tötet die Maschinenkommandanten. Besorgt die Schlüssel. Knackt die Hauptcomputer und fertig ist der Lack. Der Lack? Was für ein Lack? Müssen wir irgendwas anpinseln? Oh, tut mir leid. Das ist nur eine Redewendung, die Arthur und Kenneth benutzen. Ist mir schon klar. Hab dich nur verarscht. Kenne ich natürlich das mit dem Lack. Wow. Für mich? Vielen Dank. Sof, ich fürchte, die Brüder sind eine Nummer zu groß für euch. Ihr müsst trainieren, bevor ihr euch auch nur in ihre Nähe wagt. Viel Erfolg. Und gib Bescheid, wenn ihr mehr Zigaretten. Ein bisschen Trink. Okay, Mädels? Keine Scham. Gut gemacht, Abby. Die ist echt cool. Meinst du, wir übersehen etwas? Zum Beispiel? Dass sie eine falsche Schlange ist. Warum kannst du nicht einfach mal zufrieden sein, Jess? Mission abgeschlossen, Flussufer. Sind wir in den Katakomben im Unterschlupf? Die Katakomben sind deine Operationsbasis. Wenn du dich nicht im Kampf befindest, kannst du per Schnellreise in die Katakomben zurückkehren. Als E gedrückt, um deine Schwester mitzuteilen, dass du reisen möchtest. In den Katakomben kannst du von anderen Widerstandskämpfern die Mission annehmen. Außerdem kannst du hier deinen Munitionsvorrat aufstocken. Nahkampfwaffen in Jacks Werkbank aussuchen. Eine wohlverdiente Ruhepause einlegen, tolle Musik aus den 80ern genießen oder ein unterhaltsames Videospiel am Automaten zocken. Aha, Wolfenstein. Ah, ja, ich sehe es schon. Vielleicht können wir jemanden. Den Klassiker spielen. Na klar, Schwester. Das machen wir auch noch. Machen wir gleich im nächsten Part. Wie geht's? Hi. Ja, in diesem Part schauen wir uns erstmal den nächsten Part und in diesem Part, weiß nicht, schauen wir erstmal in der Basis hier um. Erstmal mache ich eine kleine Aufnahmepause. Habt ihr Abby je von ihrem Vater erzählt? Nur
nur, dass er ein sehr guter Anwalt war. Als ich noch Grafikerin der Regimepolizei war, habe ich eine Menge Geschichten über General Lukas oder so. Sie soll Quatsch, nur nicht beide gleichzeitig. Beteiligt gewesen sein. Oh, Monster sind nichts ohne ihre Handlanger. Okay, also nur, dass er ein sehr guter Anwalt war und er hat mit Pubs in den 60ern Regimepisser gejagt. Und da war irgendwas mit Aliens oder so. Aliens? Ja. Wow. Wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime diese Marianne geschafft hat. Ja, bringen wir sie nach Hause. Ja, willkommen zu einer Aufnahme. Bei der schon wieder... Das Spiel ist jetzt schon zum zweiten Mal abgestürzt. Du musst schon wieder den PC kalt starten. Es ist nicht gesund für den PC kalt gestartet zu werden. Leute. Zum Glück habe ich, also zum Glück haben wir diesmal nicht viel verpasst. Ich habe das Versteck, das Geheimversteck erkundet. Wir haben. Manchmal vermisse ich uns. Die Tanz haben wir gespielt. Nicht Wolfenstein, sondern 3D, sondern die Tanz. Das holen wir nach. Das Versteck erkunden wir dann. Einfach schön. Jetzt haben wir eine Nebenquest angenommen, die heißt, Rette Mariano und müssen ein Krankenhaus erreichen. Wir waren schon im Krankenhaus drin, da ist die Aufnahme abgeschmiert. So, na dann. Ich nehme das nochmal für euch auf. Ja, bei der Metropolitan sind wir raus. Da haben wir auch gleich Story Game, geht's dort weiter, da wollen wir zu dem großen Turm hin. Erstmal mal einen Zwischenstopp im Krankenhaus. Wir hoffen, dass das diesmal klappt. Da haben wir eine Drohne. Da können wir die jetzt erst ausschalten. Großer Hund. Kriegt der denn gar keinen Schaden? Na komm. Voll auf die rüber. Haben wir gleich. Und dann geht er da runter. Autsch. Na komm. Ich habe übrigens. Ich habe eine Verbesserung aufgewertet, deswegen habe ich jetzt. Mal 150 Energie. Ein paar Aufwertungen gemacht. Da gehen wir nachher noch hin. Gleich drei Drohnen hier. Scheiße. Du kannst auf mich zählen. Stehst direkt neben mir. Komm her. Ich habe jetzt 100 bei der Heilung. Das ist. Ich habe ein paar Auffrischungen gemacht. Jetzt hier können wir es, glaube ich, zeigen. Drei Charakter habe ich hier bei Verstand. Und hier ein bisschen. Zweite Hilfe. Du hältst 50 plus 50 Gesundheit, wenn du. Geheilt wirst. Ja, maximale Gesundheit. 50 und Gesundheit bei toten Gegnern. Das ist halt ein bisschen gelevelt. Die verdammten Drohnen hier. Füchse von Mimmel. Sehr gut, Zoff. Haha. So, wir müssen danach zum Krankenhaus.
Dann ist das auf. Wir müssen dann. Mädels, Regie wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon, damit wir an Informationen kommen. Viel Erfolg. Okay. Wie können wir uns ein bisschen sneaky machen? Da, das Krankenhaus. Wir müssen diese Maske anhalten. Alles klar. Down. Und ich habe wieder Munition hier. Nice. Oh, vielen Dank. Wir müssen Scharfschützen. Das weiß ich diesmal. Jetzt auch auf die Karte zu sehen. Ja, Schwester! Du bist die Beste, verdammt! Der lebt noch. Die Bühne. Sie sterben. Kommandant. So, wer möchte noch? Oh, möchte noch einer. So, wir müssen dort lang. Hier nochmal kurz drauf gucken. Münzen. Müssen wir sparen für schöne Ausrüstung. Ja, 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 Bruder 1. Wir sind übrigens in dem Gebiet, wo Bruder 1 dann stattfindet. Der ist Ketten. Was wollte ich jetzt nachgucken? Die Ausrüstung wollte ich nachgucken. Wird es auch noch aussehen hier. Können wir hier noch Sachen kaufen? Die fand ich ganz gut. Schwarzer Tod. Gibt es noch ganz interessante Outfits hier. Auch Sachen, die wir für echt Geld kaufen können. Hier, das ist echt Geld. Really. Mädels, und manche Sachen können wir sparen. Die Macht des Regimes über die Welt schwindet. Aber sie haben Europa noch fest im Griff. Wenn sie Paris verlieren, können ich, wir uns die auch die Pest holen. Die müssen wir sammeln. Stehen bleiben, sofort! Na komm. Die Rüstung kriegen wir weg. Wissenschaft abfallen. Nazi-Wissenschaftler. Oh, Münzen. Nehme ich gern. Mal hoch. Das werde ich mir mal angucken. Ich komme, Mann. Ja, komm schnell. Ich glaube, vielleicht kriegt er mich. Da ist noch jemand. Ich komme von der Seite! Schieb ihn nicht in der Schusslinie! Jawohl! Wenn ich jetzt Spiel verlasse, dann wird es nicht gespeichert, oder?
Beim nächsten Speicherpunkt speichere ich. Auf die Aufnahme mal gerade zu beenden. Nicht, dass die schon wieder kaputt geht. Oh, Kacke. Heilung. Oh, Kacke. Mich hat's erwischt. Hilf mir. Hey, ich wechsle in die Position. Hier ist aber viel los. In der vorherigen Aufnahme habe ich noch ein bisschen vor anderen Gebäuden rumgeturnt. Jetzt sind wir direkt zum Krankenhaus. Das hier ein Mikrofon. Okay, nee. Das ist was anderes, oder? Alles klar, ich wechsle die Position. Schusslinie. Ich werde vorsichtig mit dem Feuer. Stufenaufstieg, juhu. Die zweit sind wir besser. Das ist das ganze verrückte Regime. So, jetzt lang. Zwei Leute müssen wir rausholen. Die müssen ja hier irgendwo sein. Hier sieht alles so normal aus. Bis auf das Regimezeug überall. Hast du noch was davon über Amerika vor der Revolution erzählt hat? Hier in Europa scheint es ähnlich zu sein. Sind die unter uns oder? Wo müssen wir hin? Scheint niemand zu sein. Ja, da unten scheinen sie zu sein. Wir müssen also runter. Ansagen immer. Das ist eine ganze Lüge. Ja, na komm. Pass auf. Wie kommen wir da jetzt rein? Schalt den Strom auf hier aus. Aha. Wehrt sich selbst. Regimeschweine. Ihr seid vom Widerstand, oder? Ja, exakt. Ich bin hier schon alleine raus. Wir treffen uns in den Katakomben. Okay. Auf zu den Katakomben. Geschafft, Sof. Marianne ist in Sicherheit. Perfekt. Schnell raus hier.